We are here in the southeast of Bosnia and Herzegovina, near the valley of the river Drina, near Foccia, in Filipovići. And we're standing here in one of these plum orchards. And the next talk will be in German, because Razija is translating for us. They worked a long time in Germany, and we will do the talk now in German. Wir befinden uns hier im Südosten Bosnien und Herzegowinas, nicht weit weg von den Ufern der Drina, in der Nähe von Foccia, Ustikolina, genauer gesagt in Filipovići. Neben mir ist Razija, und sie wird uns übersetzen, und hier ist Jasmina, eine die führende Kraft der Frauen, die das hier in Ustikolina, das berühmte Blam Slatko oder Poshigatza Slatko herstellt. Und ja, man kann sehr gut sehen, das sind noch uralte, blumenreiche Obstgärten. Und wann jetzt die Blütezeit der Pflaumenbäume ist jetzt vorbei? Wann ist denn dann die Ernte? Zuerst. Mi se nalazimo u Bosni i Hercegovini, selo Filipovići, Drina prolazi pored Filipovića, Ustikolina je sa desne strane, Foccia je sa lijeve. Cvjetovi Bäume sind zu Ende nächstes Monaten. Wir können Ende September kann man in den Pflaumen, und wie heißt das, Poshigatza? Die Ernte, die Pflaumen. Ja, und machen wir von das Slatko und machen wir den Schliwowitz. Da helfen sicher auch viele Kinder mit bei der Ernte? Oder? Nicht so viel. Die Kinder sind meistens im September in Schule, okay. Aber gibt es viele Leute, die machen das so gerne. Aha. Und wie viele Frauen sind hier in Ustikolina? Ustikolina sind die 7 Frauen, und naja, zum Pflaumenflitten, das hilft schon jemand noch, aber Arbeit, es ist Jasmina und noch 7 Frauen. Und die Pflaumenernte, also das sind ja so halbwilde Pflaumenbäume, wie viel Mengen werden dann geerntet in diesem Jahr vielleicht? Koliko planiraš ove godine da napraviš toga slatko i... Slatko oko 3000 do sada. Tegli. Hat schon bestellt jemand bei Jasmina 3000 Stück, die kleine Gläser, was haben Sie gesehen? 3000. Sie wartet immer Bestellung, wenn die Bestellung ist da, sie kann noch mehr machen. Okay. Und ich weiß, dass Sie nach Italien liefern, nach Österreich und Deutschland noch nicht, ist das richtig? Oni su upoznati da ti šalješ na Italiju, u Njemačku još ne šalješ, što bi rado slala i za Njemačku koliko možeš, ja? Ja. Also, Sie haben gehört, es liegen schon Bestellungen vor, müssen sich ranhalten. Wir haben dann bei uns auf jeden Fall die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, und Jasmina nimmt noch Bestellungen entgegen. Ja, jer uzimaš isto njihov bestellung, ako ti naruče, oni će imati tvoju E-Mail-Adresse. Ja, in Jasmina nimmt alles. Jasmina je sehr, sehr dankbar. Jasmina je mnogo zahvalna vama. Ne? Okay, danke.